Na, Willow, haben Sie einige Exemplare von Meltern gefangen? Ich sitze schon am Entwurf unseres Forschungsberichts. Was soll ich sagen, Professor? Sehen Sie selbst. Oh, Junge, das sind ja Unmengen! Da es so viele sind, konnte ich mehr über ihre Lebensweise herausfinden. Meltern scheinen instinktiv Metall zu schmelzen und zu absorbieren. Sogar meine Forschungsinstrumente haben sie eingeschmolzen. Wie putzig! Das ist nicht zum Lachen. Ach ja, außerdem scheinen sie einander von Natur aus assimilieren zu wollen. Könnte es sein, dass... Nanu? Etwas stimmt mit den Meltern nicht. Was passiert hier? Was ist los? Willow? Willow? Was ist los? Was geht bei Ihnen vor sich? Die Meltern haben eine andere Gestalt angenommen. Was sagen Sie da? Sehen Sie. Das kenne ich doch aus dem Buch. Kein Zweifel, das muss Melmetall sein. Melmetall? Sagen Sie bloß, die Meltern haben sich entwickelt. Ja, ganz recht. Wenn sich einzelne Meltern immer wieder miteinander vereinen, entwickeln sie sich irgendwann zu Melmetall. Eine sagenhafte Entdeckung, Professor Eich. Willow, ich möchte dieses Melmetall so schnell wie möglich in meinem Labor untersuchen. In Ordnung. Ich schicke es Ihnen sofort rüber. Los, Melmetall. Halt! Nicht so schnell, Willow. Die Vorbereitungen sind doch... Ich sagte doch, dass die Vorbereitungen noch nicht... Oh. Hoffentlich ist alles okay. Das kommt von Professor Eich. Sieht aus, als wäre Melmetall sicher beim Professor angekommen. Das nenne ich Forschungsarbeit der Extraklasse. Oh, willst du etwa bei mir bleiben? Was für Pokémon wohl als nächstes auf uns warten? So gelang es den beiden berühmten Pokémon-Professoren, das Geheimnis von Meltan und Melmetall zu lüften. Vielleicht hast auch du bald die Gelegenheit, Meltan kennenzulernen.